Ja, und herzlich willkommen zurück zu City Life. Nee, falsch. Taxi Life. So, ich habe in der Zwischenzeit mal geschaut, wo ich so überall war in Barcelona. Shit. Und, shit. Ja, hier. Wenn man hier runterfährt, kommt man zur. La Rambla. Heißt sie La Rambla? Rambla. Rambla? Ihr wisst schon. Ja, Rambla. Rambla. La Rambla, die Straße, die ich meinte. Die möchte ich gleich mal abfahren. Ich habe zwar hinter mir noch was. Markiert, aber das ist jetzt doof. Okay, wait, wir machen es so. Wir fahren dann hier runter und dann hier die Straße entlang bis nach ganz unten. Bis hier unten. Dann kommt hier der bekannte Kreisel. Und hier drüben waren wir ja vorhin in der letzten oder vorletzten Folge. Und das Gebäude hier, was ich meinte, das war doch das, wo ich war. Das war hier vorne das Einkaufszentrum. Also hat doch schon ein paar Dinge dabei. Okay, wait, wir machen es so. Weil dieser Platz sollte ich auch erkennen. Aber jetzt mal ja, gerade im Abend oder Nacht. Mal schauen. Und ich habe noch geschaut, die Sagrada Familia. Hier ist der Plaza de Catalunya. Die Sagrada Familia ist irgendwo hinter dieser Straße hier. Also leider gar nicht in der Map drin. Was ein bisschen schade ist. Weil ich finde, das wäre jetzt schon noch so ein Wahrzeichen gewesen, was man hier mit einbauen hätte sollen. Ich meine, das spricht doch einfach bloß von Barcelona. Aber gut. Vielleicht wird das ja irgendwann noch kommen. In Zukunft. Universität von Barcelona. Dann fahren wir mal hier entlang. Jetzt ist die Markierung irgendwie nicht vorhanden. Als ob man hier nicht irgendwo so oder so durchfahren kann. What? Und halt so. I don't care. Mal schauen, jetzt bin ich gespannt, weil ich habe die Zeitachse angeschaut, also wo ich überall war. Kann man ja bei Google machen. Bei Google Maps. Und ja, an der La Rambla gab es ein paar Stellen, die ich eben eigentlich erkennen sollte. Ich meine eben diesen Markt, den ich schon mal erwähnt hatte. Glaube ich, einen leckeren Eisladen gibt es da auch noch. Und einen coolen Tätowierter habe ich mein Tattoo her, was ich in Barcelona gestochen habe. Ganz random einfach so. Modernistische Straßenlaterne. Okay. Wie es auch immer mich das interessieren sollte. Okay, da haben wir jetzt diesen Platz. Plaza de Catalunya. Ja, doch, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. In Real Life gibt es hier, glaube ich, sehr viele Tauben auf diesem Platz. Und da sind wir mitten durch die Tauben durchgelaufen. Ich glaube, das war hier. Ja, ja, doch, 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 genau. Ja, das war hier. Okay. Cool. Haben wir schon mal was erkannt. Ist sowieso immer cool, wenn man eigentlich
Städte in Spielen hat, wo man in Real Life schon war und dann sagen kann, oh cool, das kenne ich von da, das habe ich auch schon gesehen. Ich war ja vor kurzem auch in Amerika und da habe ich ein paar Städte bereist. Und das wird sicherlich auch spannend, wenn wir zum Beispiel mal GTA spielen oder Watch Dogs, das ja in Chicago oder San Francisco spielt. London war ich auch schon, Watch Dogs 3 spielt in London. Oder GTA 5 eben in Los Angeles. Da erkennt man bestimmt sicherlich ein paar Sachen wieder. Das sieht nicht so gesund aus. Die Person liegt in der Straße drin. Ein Unfall mit einem Roller gegen Autos. Schwierig. Und gleich der nächste Unfall. Junge, Junge. Gut, dann fahren wir mal jetzt da gleich die Straße entlang. So, da wären wir. Das ist die bekannte Straße La Rambla eben. Rechts und links die zwei Straßen. In der Mitte eine Fußgängerzone, wo man entlang laufen kann. Und irgendwo jetzt auf der rechten Seite müsste eben dieser Markt sein. Also wir haben hier ja was. Teatra Poliorama. Sagt mir jetzt nichts. Vielleicht ist er auch weiter unten, wenn der hier überhaupt mit eingebaut ist. Mal schauen. Einfach die Vorfahrt nehmen. Kirche unserer lieben Frau von Bethlehem. Ja, doch, an die kann ich mich auch noch erinnern. Da sind wir entlang gelaufen. Jetzt ist die Frage, ist dieser Markt hier mit eingebaut? Doch. Okay, Markt. Ist das der? Ja, genau! Genau so sieht's aus, in echt. Mal schauen, vielleicht kann ich ein Foto einblenden, was ich gemacht habe. Wie cool. Das finde ich jetzt nice. Sehr cool. Sieht man wirklich, dass sie eigentlich versucht haben, das Ganze wirklich eins zu eins nachzubauen. Weil genau so sieht's halt auch aus. Da gab es sehr viele leckere Getränke, so Smoothies, Früchtesäfte, Süßigkeiten, Wurst, Chorizo natürlich, Chorizo, wie auch immer man es aussprechen will. Ja, frisches Obst, so weiter und so fort. Sehr nice, dass das mit drin ist. Wir fahren jetzt die ganze Straße mal weiter runter bis zum Strand. Dann sollte man unten rechts dann eben zu diesem großen Kreisverkehr kommen, wo eigentlich ja, so eine Säule mittendrin steht. Drüben gibt es auch wieder was. Kurz anhalten hier. Statue von Frederic Soler. Und drüben ist die Polizei. Ich würde es jetzt interessieren, ob ich sogar finden würde, wo... Ups. Wo der Tätowierer war. Einfach so, weil es mich interessiert. Ob es wirklich so akkurat ist. Kirche San Jose y Santa Monica. Okay, an das Gebäude kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Die haben hier sogar diese Leute aufgestellt, die sich als Figur darstellen. Nice. So, jetzt sind wir hier unten. Genau, hier kommt dieser eine Kreisel. Den meinte ich. Da mit dieser Säule in der Mitte. Das Haus da vorne sieht auch genauso aus. Nice! Sorry, feiere ich gerade ein bisschen ab. Finde ich cool, wenn man solche Sachen erkennen kann. Wie cool. Auch das Gebäude hier gibt's. Columbus, denk mal, genau, das war's. Und dann... Genau, die Brücke da hinten gibt's auch. Wenn man über diese Brücke geht, kommt man eben zum Einkaufszentrum. Also... Nach hier drüben eigentlich. Genau, und hier stehen so viele kleinere Schiffe. Wie cool ist das bitte? Oh shit! Was? Sorry! Ja, ist ja gut! Ups. Auch cool, dass das mit eingebaut ist. Sehr cool, die Sachen hier wirklich. Auch der Kran steht genau da. Das Gebäude wird nämlich saniert, glaube ich. Hafenamt Barcelona. Okay, das Gebäude da hinten sieht wieder ziemlich hässlich aus, wenn man mich fragt. Also die Textur. Geht's hier runter? Schade. Okay, jetzt frage ich mich. Wir fahren gleich nochmal die La Rambla hoch und runter. Aber ich möchte gerne auf die Straßen hier rechts kommen. Und da sieht man dann auch ein bisschen besser das, was ich meine. Wir rasen mal ein bisschen kurz. Ah, jetzt sind wir bei diesem... Oder was es war. Dann fahren wir mal die Straße hier entlang. Gehen wir auch wieder die Polizei. Ja, genau, wir sind dann hier entlang gelaufen. Gelaufen, glaube ich. Oder war's hier? Ja doch, ich glaube schon. Da hinten sieht man wieder, wenn denn die Kamera mitspielen würde. Da. Genau jetzt zwischen den Laternen dieser Turm für die Seilbahn auf dem Berg. Da hinten. Genau, jetzt sieht man auch die Brücke ein bisschen besser da links. Führt da drüben, nach da drüben. Zum Einkaufszentrum, dieses schwarze Gebäude da hinten. Wo wir ja eben auch schon waren. Das ist sehr cool. So eine kleine Stadtführung mit mir durch Barcelona. Und dann irgendwo hier am Hafen, ich glaube... War das hier? Ja, ich glaube schon, irgendwie genau hier vorne ist dann dieses Schiff, also dieser Katamaran, mit dem man im Sonnenuntergang mit Live-Musik die Skyline von Barcelona anschauen kann. Fährt dann hier raus auf das Meer und der Skyline entlang, während eben Live-Musik gespielt wird auf dem Klavier, man vielleicht auch Delfine sehen kann. Hätten wir sehen können, habe ich leider verpasst, oder haben wir leider verpasst, weil wir nicht
so schnell geschnallt haben, was die Leute da anschauen. Aber genau das ist es. Ich fahre jetzt mal noch kurz hier nach vorne. Wellen. Das sagt mir jetzt, glaube ich, nichts. Und das Gebäude da vorne sagt mir, glaube ich, auch nichts, also diese Ton. Mal schauen, wie es gleich genannt wird. World Trade Center Barcelona. Bordville Seilbahn. Ah, das ist jetzt der Turm. Genau, der führt von hier nach da drüben auf diesen Berg hoch. Da oben gibt es, glaube ich, irgendwie so ein Castle oder irgendwie sowas. Und sicher ein Aussichtspunkt. Wenn ich da richtig bin. Im Berg hätten sie schon noch ein bisschen schöner gestalten können. Sehr low res. Gut, dann fahren wir da mal wieder nach da vorne und dann die Straße hoch. Und dann schaue ich ganz kurz, ob ich das Ganze finden kann. Genau, das sieht nämlich schon schön aus mit dieser Statue hier vorne, Columbus. Aber wait, da gab es auch noch was. Schifffahrtsmuseum von Barcelona. Ja, da sind wir, glaube ich, entlang gelaufen. Ich hasse das Wort. Gelaufen. Danke dafür. Vollidiot. Und da hat man, glaube ich, in diesem Segelschiff drin gesehen. Sehr cool. Einfach unser Auto schon wieder beschädigt. So, da sind wir wieder auf der La Rambla Straße. Und lass mal kurz schauen. Ich halte kurz an. Wenn es zu lange geht, schneide ich das raus. Schau mal kurz auf der Karte. Man sieht eigentlich genau, dass es 1:1 ist. Die Straße hier gibt es auf der. Also auf Google Maps, die Straße hier gibt's. Das Viereck hier auch. Da wäre zwar noch eine andere Straße, ich glaube, das wäre hier. Und. Von außen sieht das Ganze so aus. Warte kurz. Ich hab's gleich, keine Sorge.
Hit. Four Roses. Four Roses Tattoo Fineline heißt das Ganze. Ist in so eine kleine Passage. Vielleicht sieht man das ja von außen. Wäre lustig. Hotel Cuatro Naciones. Mal schauen, kurz eigentlich vor diesem Quadrat hier auf der rechten Seite. Nein, ich wollte das nicht annehmen. Shit. Egal, wir fahren mal hier weiter und das ist ein Platz, den ich auch sehr gut kenne. Denn eigentlich waren wir auch schon 2010 mal in Barcelona. Und da gab es ein Foto genau von diesem Platz. Und dann 2022 eben auch nochmal in Barcelona, also 10 Jahre später. Und wir haben genau eigentlich das gleiche Foto nachgestellt auf diesem Platz. Was ziemlich lustig ist, wenn man zwei Fotos vergleicht. Einfach 10 Jahre Unterschied. Das war was genau nochmal? Statue von Frederic Soler. Ja, noch ein kleines bisschen weiter. Hier vorne gibt es einen Bankomat, um Geld abzuheben. Ob ich weiß ich schon mal. Dann sollte eigentlich hier irgendwo rechts ein Hotel sein. Sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, okay, das ist alles. Okay, das wiederholt sich alles bloß. Okay, jetzt sind wir schon zu weit, aber genau irgendwo hier dazwischen wäre dann das Tattoo-Studio. Hier hinten ist dieser Platz, den ich meine. Wollen wir mal so fies sein und einfach hier drauf fahren? Und why not? Kann ich euch das Ganze mal zeigen, falls die Entwickler das mitgedacht haben, dass hier jemand durchfährt. Genau, so ein eigentlich schon schöner, großer Platz, einfach irgendwo als kleiner Hinterhof eigentlich. Mit einem schönen Brunnen, schönen Palmen. Vielleicht kann ich das Foto hier auch einblenden, mal schauen. Ist lustig, dass man das alles erkennt. Finde ich cool. Hat was. Leider habe ich jetzt schon dort den Auftrag angenommen. Ich will den jetzt nicht unbedingt abbrechen, aber wir müssen einen U-Turn machen. Was leider ziemlich aufwendig ist, wenn man das so sieht. Weil sie keine Straßen hat zum Queren. Ich hab's schon gehört und dachte, der rammt mich jetzt wieder so wie ich ihn. Sorry! War nicht mit Absicht. Aber die halten auch einfach plötzlich ohne irgendwelchen Grund. Halt schon wieder. Und der andere fährt auch fast in mich rein. Naja.
solange wir niemanden überfahren, ist ja gut. Leider haben sie sich, also haben die Entwickler sich nicht so viel Mühe gegeben bei den Plakaten und Namen, weil eben, wie man gerade gesehen hat, das wiederholt sich sehr schnell. Also irgendwie ist es bloß da drüben auch wieder Cinema, Theater und so Zeugs, aber mehr nicht. Schade. Hätte ich gerne was anderes gewünscht, dass da ein bisschen mehr Vielfalt mit drin ist. Oder noch besser. Ja, einfach der Realität nachempfunden wäre. Alter, was müssen wir jetzt? Ernsthaft? Ernsthaft? Person hat Geduld. Wir fahren schon noch dorthin, aber hier vorne gibt es noch ein Fragezeichen. Wahrscheinlich wieder ein Graffiti oder irgendwie sowas. Ja, da oben. Ist halt schön, man kann es gar nicht anschauen. Also das ist doof, wirklich. Wäre vielleicht cool, wenn es irgendwie so eine Cinematic gäbe oder irgendwie sowas. Jetzt kann man es sich erst anschauen. Sieht schön aus. Siehst du, das ist zwar der Weg noch viel weiter. Aber gut. Der Radio ist auch ein großer Kritikpunkt, finde ich. Also da läuft zu wenig Abwechslung, für das man so viel eigentlich fahren muss. Gut, ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei der Sightseeing-Tour. Wir fahren gleich eben nochmal die La Rambala-Straße weiter runter, um die Fahrgast abzuholen. Aber das sehen wir gleich erst in der nächsten Folge bei Taxi Life. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.